Willkommen in Lübeck, der alten Hansestadt unweit der Ostseeküste. Jedes Jahr zieht es hunderttausende Touristen in die Stadt im Süden Schleswig-Holsteins. Die auf einer Insel gelegene, komplett und liebevoll restaurierte Altstadt ist zum UNESCO-Kulturerbe erklärt worden. Lübeck wird verbunden mit dem literarischen Schaffen von Thomas und Heinrich Mann. Wir verlassen die malerische Altstadt in Richtung Norden. In der unwirtlichen Hafenzone prägen Umschlagbetriebe und Kaianlagen das Bild. Ich stehe vor einem Grundstück an der Hafenstraße, das früher die Hausnummer 52 trug. Hier befand sich einst ein dreigeschossiges Gebäude. In ihm lebten Flüchtlinge. Jetzt steht hier nur noch eine steinerne Stele mit Inschrift. An dieser Stelle, Hafenstraße 52, starben am 18. Januar 1996 10 Menschen durch Brandstiftung. Sie waren nach Deutschland gekommen, um hier Schutz zu finden. Die Verantwortlichen für das Verbrechen sind nicht ermittelt worden. 10 tote Asylbewerber. Rekonstruktion einer Fahndung in Lübeck. In dem ehemaligen Seemannsheim waren Asylbewerber überwiegend aus Afrika und dem Nahen Osten untergebracht. In der Nacht zum 18. Januar 1996 gegen 3 Uhr stand das Haus plötzlich in Flammen. Kinder verharrten an den Fenstern des zweiten Stockwerkes und trauten sich nicht zu springen. Wenig später gab es einen dumpfen Knall. Das Feuer hatte durchgezündet, wie es im Fachjargon der Feuerwehr heißt. Die Kinder verbrannten bei lebendigem Leibe. Andere Bewohner wurden von den Flammen in ihren Zimmern eingeschlossen und erstickten. Ein Inferno mit schreienden Menschen, heulenden Sirenen und überforderten Rettungskräften. Die Verletzten wurden weggetragen und notdürftig versorgt. Lübecks damaliger Bürgermeister Michael Boutelier eilte noch während der Lösch- und Bergungsarbeiten an die Brandstelle. Und fand, was für mich so ein unglaublich auch bleibendes Signal war, einen umgekippten Feuerleiterwagen, dessen Alarmsignal oben noch sich drehte, aber die gesamte Leiter war umgekippt. Und die Menschen, die Betroffenen in diesem Heim, die sind völlig orientierungslos und weinten. Und wir haben sie dann in einen Bus begleitet und ich war dort im Bus bei ihnen und erlebte eben, welchen Schmerz, welche Trauer, welches Entsetzen an sich dort ausbreitete. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Staatsanwaltschaft waren sich in einem Punkt einig. Es handelte sich um Brandstiftung. Der oder die Täter hatten 10 Menschen auf dem Gewissen und trugen die Verantwortung dafür, dass weitere 38 Personen teils lebensgefährliche Verletzungen davontrugen. Noch während die Flammen aus dem Asylbewerberheim schlugen, fielen Polizeibeamten 3 junge Männer auf, die neben einem Wartburg standen und das Geschehen aus sicherer Entfernung beobachteten. Kriminalisten wissen, Brandstifter mischen sich häufig unter die Schaulustigen und wollen ihre Tat auskosten. Die Polizisten nahmen deshalb die Personalien der jungen Männer auf, die aus Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern stammten. Als die Polizei am nächsten Tag ihre Erkenntnisse zusammentrug, ging es auch um diese Männer. Man wusste bereits, sie kamen aus der rechten Szene und waren einschlägig vorbestraft. Mike W., der sich auch gern Klein Adolf nennen ließ, war den Behörden bekannt, weil er Hakenkreuze gesprüht hatte. Dirk T. hatte 1992 an den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen teilgenommen. Sie bestritten die Brandstiftung und behaupteten, sie seien mit einem weiteren Kumpel nach Lübeck gefahren, um dort ein Auto zu stehlen. Alle 4 Männer wurden von Rechtsmedizinern gründlich untersucht. Wo der Gerichtsmediziner, der sie untersucht hat, gesagt hat, 3 von den 4 haben Brand- und Senkspuren an den Händen, im Gesicht, an den Haaren, an den Wimpern, die nicht älter sind als 24 Stunden und die typischen Brandlegerspuren sind. So die Strafrechtlerin Gabriele Heinecke, die später einen jungen Libanesen vertreten wird, der ebenfalls als Brandstifter in der Hafenstraße verdächtigt wurde. Der Journalist Andreas Junke recherchierte damals für die Woche und den Spiegel in Lübeck.
Das war natürlich einer der gravierendsten Indizien gegen Sie. Dann haben Sie verschiedene Erklärungen dafür abgegeben. Der eine wollte seinen Ofen befeuert haben und sich dabei die Haare versenkt haben. Der zweite hatte angeblich einen Hund mit einer, Haarspraydose malträtiert, die er in Flammen gesetzt hatte. Und der dritte hatte in den Tank seines Mofas reingeleuchtet, um zu schauen, ob da noch Benzin drin war und sich dabei die Haare versenkt. Der Fall schien unmittelbar vor der Aufklärung zu stehen. Drei rechte Ausländerfeinde aus kleinkriminellem Milieu mit eindeutigen Brandspuren, die nicht älter als 24 Stunden waren und für die sie nur unglaubwürdige Erklärungen abgaben. Sie hatten kein Alibi. Und dann war da auch noch ihr auffälliges Verhalten am Tatort. Genug Gründe für eine Untersuchungshaft und weitere Verhöre. Ein schneller Erfolg für die Ermittler schien greifbar. Von einem Tag auf den anderen änderte sich die Verdachtslage diametral. Bei der Polizei meldete sich ein Sanitäter. Er berichtete, er habe in der Brandnacht einen libanesischen Bewohner des Hauses in der Hafenstraße behandelt und der habe zu ihm gesagt, wir waren's. Die Männer aus Grevesmühlen wurden daraufhin nach Hause gefahren. Der 20-jährige Safwan Eid in Untersuchungshaft genommen. Erneut sah es nach einem schnellen Erfolg für Polizei und Staatsanwaltschaft aus. Allerdings unter völlig anderem Vorzeichen. Kein Brandanschlag mit ausländerfeindlichem Hintergrund, sondern ein im Inneren des Hauses gelegter Brand. Viele Menschen in Lübeck hätten erleichtert aufgeatmet, erinnert sich der damalige Bürgermeister. Sie seien froh gewesen, dass es anscheinend kein rassistischer Angriff gewesen sei, von denen es in der Hansestadt in den Jahren davor so viele gegeben hatte. 1992 war der Brandanschlag auf die Lübecker jüdische Synagoge. Und es folgten Jahr für Jahr bis 1997 Brandanschläge auf Kirchen oder in diesem Fall das Flüchtlingsheim in der Hafenstraße. Und ich sprach dann immer von den vier Lübecker Brandjahren. Safwan Eid saß in Untersuchungshaft, bestritt die Tat und betete zu Allah, er möge ihm beistehen. Als weltlicher Beistand wurde ihm die Strafrechtlerin Gabriele Heinecke zur Seite gestellt. Die Fantasie der Staatsanwaltschaft, Safwan Eid sei runtergelaufen, sozusagen um seine eigene Familie anzuzünden, sei dann hochgelaufen, ja unter das Dach und habe gewartet, bis der Brand ihn erfasst, das alles sind solche absurden Theorien. Noch während der Prozess gegen ihn lief, kam Safwan Eid wieder auf freien Fuß. Es lag kein dringender Tatverdacht mehr vor. Der Beschuldigte wurde in erster und zweiter Instanz freigesprochen und lebt heute mit seiner Familie in der Nähe von Lübeck. Selbst die Staatsanwaltschaft hatte am Ende den Freispruch beantragt. Wer also ist für den 10-fachen Mordfall verantwortlich? Ich besuche die Leute, die vor fast 20 Jahren mit der Aufklärung des Falles betraut waren. Welche Fragen müssen heute, nach den Erfahrungen mit dem mörderischen Wirken des nationalsozialistischen Untergrundes, anders beantwortet werden als damals? Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die Mörder aus der Zwickauer Zelle, begingen im Jahr 2011 Selbstmord. Sie hinterließen ein Video, indem sie sich des Mordes an 10 Ausländern und einer Polizistin rühmten. Nahezu unbehelligt von Sicherheitsorganen und Geheimdiensten zogen sie jahrelang durchs Land, spionierten vorwiegend Türken aus, um sie dann brutal hinzurichten. In allen diesen Mordfällen zeigte sich auf Ermittlerseite und auch auf Seiten der Medien ein identisches Muster. Man suchte das Tatmotiv ausschließlich im Umfeld der Getöteten. Fahnder nannten die Mordserie Dönermorde. Auf die Idee, es könnte sich um Morde aus rassistischen Gründen handeln, kamen sie in keinem einzigen Fall. So konnten die Killer des NSU unbehelligt weitermorden. Ich besuche Heinrich Wille. Zur Zeit des Brandanschlages war er der Chef der Lübecker Staatsanwaltschaft. Heute ist er pensioniert, arbeitet aber noch als Rechtsanwalt. Heinrich Wille empfängt mich in seinem Büro in der Lübecker Altstadt. Er möchte nicht über Einzelheiten der fast 20 Jahre zurückliegenden Ermittlungen reden. Wichtig ist ihm die generelle Einschätzung. Ich frage ihn, was er von der Idee halte,
noch mal neu zu ermitteln. Es gibt nicht den geringsten Anlass, es gibt keine objektiven Fakten und ich sehe auch nicht, wo sie herkommen können. Das, was jetzt gemacht wird, um hier vor dem Hintergrund dieser NSU-Affäre Stimmung zu machen, hier die Sache aufzuwärmen, ist unseriös aus meiner Sicht und eine Legendenbildung dieser Art ist schädlich. Auch Winfried Tabarelli ist längst pensioniert, kann aber auch als Ruheständler von der Kriminalistik nicht recht loskommen. Im Laufe seiner langen Polizeikarriere hat Winfried Tabarelli etliche Täter aus der Neonazi-Szene zur Strecke gebracht. Er überführte die Brandstifter, die 1992 in Mölln ein von Türken bewohntes Haus angezündet hatten, und schnappte auch die jungen Männer, die in Lübeck an der Synagoge gezündelt hatten. Im Fall Hafenstraße blieb ihm ein Erfolg versagt. Ich frage ihn, warum die jungen Männer aus Grevesmühlen mit der ausländerfeindlichen Gesinnung und den angesenkten Haaren damals für die polizeilichen Ermittler als Täter nicht mehr in Frage kamen. Ich weiß nur, und da war ich mir sicher, und das waren qualifizierte Mitarbeiter, die diese Ermittlung durchgeführt haben, dass aufgrund des Alibi-Beweises diese Personen auszuschalten waren als Tatverdächtige. Dieser Alibi-Beweis bestand darin, dass die drei Männer in der Brandnacht von der Besatzung eines Streifenwagens an einer Tankstelle weit weg von der Hafenstraße gesehen worden sein sollen. Tatsächlich konnten die Wartburgfahrer eine Tankquittung über 5 Liter Zweitaktbenzin dieser Tankstelle vorweisen. Sie war auf 3.19 Uhr gestempelt. Um 3.41 Uhr ging der erste Notruf aus dem Flüchtlingsheim bei der Feuerwehr ein. Dazwischen liegen 22 Minuten. Reichen 22 Minuten für die Fahrt von der Tankstelle zum Flüchtlingsheim? Die Polizei verneinte, denn sie nahm es den Tatverdächtigen ab, dass sie einen Umweg über den Hauptbahnhof genommen hätten. Andreas Junke war damals für die Woche und den Spiegel unterwegs. Und es gab tatsächlich dieses berühmte Tankstellen-Alibi, das sie haben sollen. Die Tankstelle, ich bin das abgefahren, auch um eine vergleichbare Uhrzeit, wenn nicht sogar dieselbe, war nicht außerhalb der Reichweite. Das ist alles nicht ausgeschlossen, dass sie trotzdem eine Brandstiftung in der Hafenstraße von Lübeck hätten machen können. Viele Journalisten und auch komplette Fernsehteams verzichteten in den Tagen nach dem Brand auf ihre Nachtruhe und fuhren die Strecke um 3 Uhr nachts mit der Stoppuhr nach. Sie fuhren direkt zur Hafenstraße und kamen alle auf Fahrzeiten, die eine Beteiligung an der Brandstiftung nicht ausschlossen. Es sind viele Fragen im Zusammenhang mit dem Brandanschlag offen geblieben. Vor allem, ist das Feuer von außen gelegt worden? Dann ist ein Brandanschlag von Neonazis wahrscheinlich. Ist das Feuer innen in dem nachts verschlossenen Heim ausgebrochen, kommt eher ein Bewohner als Täter in Frage. Die Anklage gegen Safwan Eid, den jungen libanesischen Bewohner, beruhte auf der Annahme, das Feuer sei im Inneren gelegt worden. Für Heinrich Wille, den Chef der Lübecker Staatsanwälte, war von Anfang an klar, dass eine Aufklärung des Brandanschlags eine eindeutige Ermittlung des genauen Orts der Brandlegung voraussetzt. Die erste Säule waren die Sachverständigengutachten bezüglich des Brandes. Das war das Entscheidende und Ausschlaggebende. Und deshalb haben wir auch von vornherein 2 Sachverständige damit beauftragt, und zwar unabhängig voneinander, nicht kooperativ, zu untersuchen, ob eine Brandlegung von außen möglich war oder ob der Brand innerhalb des Hauses entstanden sein muss. Ein Anschlag von außen haben sie ausgeschlossen. Winfried Tabarelli, der Polizeichef, hatte bei dieser Ermittlung nicht allein auf die Kompetenz seiner Brandermittler aus dem Landeskriminalamt vertrauen wollen. Ich persönlich habe mich damals darum bemüht und es dann auch gelungen, Brandsachverständige des Bundeskriminalamtes mit hinzuzuziehen, nicht als Gegengutachter, so habe ich das nicht verstanden, sondern um einen geballten Sachverstand zu haben, um die Brandursache festzulegen. Die geballte Sachkunde der Brandexperten von LKA und BKA wurde von der Verteidigung in Frage gestellt. Anwältin Gabriele Heinecke war fest davon überzeugt, dass der Brand ein Anschlag von außen war. Und sie fand Experten, die ihre Version untermauerten.
Das tat vor allem der ehemalige Chef der Frankfurter Berufsfeuerwehr, Ernst Achilles. Er wurde vom Gericht als Sachverständiger zugelassen und vertrat die These, dass ein Brandherd im hölzernen Vorbau des Erdgeschosses wahrscheinlich gewesen sei, was einen Angriff von außen nahelegte. Den Bereich im Inneren des Hauses als Brandherd, wie die Experten von BKA und LKA geurteilt hatten, hielt er für unwahrscheinlich. Es befänden sich darin zu viele Dinge ohne gravierende Brandspuren. Ernst Achilles im Spätsommer 1996 beim Betrachten von Tatortfotos aus dem Inneren des Hauses. Man sieht hier auch in dem Bereich, da war die Toilettenrolle, die haben sie überhaupt gar nicht beachtet. Da ist die Tapete auch noch vollkommen erhalten und hier die Brandzehrungen sind sehr gering. Hier sieht man auch noch, dass das Holz in dem Bereich noch eine gesunde Farbe hat, also überhaupt gar keine Brandzehrung, keine Ruß hat. Während das in den anderen Bereichen, im Erdgeschossbereich, wesentlich stärker ausgeprägt ist. Schließlich zog die Verteidigerin noch einen hochrangigen britischen Experten hinzu. Roger Eade, 30 Jahre als Brandexperte im Dienste ihrer Majestät tätig, reiste nach Lübeck und bestätigte die Thesen von Ernst Achilles. Zwei Experten, die den Libanesen belasteten, zwei Experten, die ihn entlasteten. Die Ermittler hatten gegen Safwan Eid wenig in der Hand. Es gab praktisch nur die Aussage des Sanitäters mit der mutmaßlichen Selbstbezichtigung »Wir waren's«. Da man aber zu keinen eindeutigen Ergebnissen kam, versuchte man es mit verdeckten Ermittlungen. Und das war ein abgehörtes Gespräch. Dieser junge Mann befand sich ja in Untersuchungshaft, bekam Besuch von seinem Vater. Es war ein überwachtes Gespräch, ein Beamter saß dabei. Da dieser natürlich nun kein Libanesisch konnte, wurde mit richterlichem Beschluss ein Tonband laufen lassen. Das wurde abgehört, später übersetzt und der Übersetzer, ein Experte des Bundeskriminalamtes, dem wir glaubten, zu Unrecht, hat uns gesagt, dass hier geständnisgleiche Angaben dieses jungen Mannes zu vernehmen waren. Und da ist eine Aussage von ihm gemacht worden, Allah, so sinngemäß, Allah wird mir verzeihen, was ich den anderen angetan habe. Das war die entsprechende Aussage, die uns auch in Richtung eines konkreten Tatverdachtes führen ließ. Man hat dieses Tondokument dem BKA zur Verfügung gestellt und der BKA-Dolmetscher hat fleißig übersetzt. Und es war die reine Fantasie. Der hat fantasiert, muss man sagen. Der Dolmetscher wollte gehört haben, dass Safwan Eid gesagt haben soll, oh Gott, vergib mir, zu seiner Familie. Wir haben dann in Kiel einen Sprachsachverständigen gehört, der sich die Aufnahmen, die da gemacht worden sind, x-mal angehört hat und der in Kiel sehr schlicht gesagt hat, es gibt kein, oh Gott, vergib mir, sondern es gab eine knarrende Tür, die übersetzt wurde mit, oh Gott, vergib mir. Die Abhöraktion endete als Desaster. Weil der uns so hochgelobte Sachverständige und Experte für Mundarten im Libanon leider die Dinge doch falsch verstanden hatte. Auch war die Qualität der Aufnahme nicht besonders gut, das muss man auch sagen. Die örtlichen Polizisten mit ihren Aufnahmetechniken haben wirklich auch kein Meisterstück abgeliefert. Also, dieses konnte nicht mehr als geständnisgleiche Aussage gewertet werden und so kam es erneut zu einem Freispruch. Der Richter am Landgericht Kiel begründete den Freispruch so. Die Anklage habe kaum mehr als die Aussage eines einzigen Zeugen sowie Tonbandmitschnitte von Gesprächen Safwan Eids im Gefängnis gehabt. Ein Motiv sei nicht ersichtlich gewesen. Einen Streit im Haus habe es nicht gegeben, insbesondere keinen mit dem Angeklagten. Das Urteil ließ offen, wo der Brand tatsächlich entstanden war. Der Richter ging auch auf die im Gerichtssaal vorgespielten Tonbandmitschnitte ein. Sie sprechen dafür, dass der Angeklagte von dem Brand überrascht gewesen sei und mit der Brandlegung nichts zu tun hätte. Er zählte einige Übersetzungen und Interpretationen des Gesprächs des Angeklagten mit seinem Vater auf, die sich als eklatant falsch herausgestellt hätten. So habe der Libanese nicht gesagt, wenn ich gestehen würde, sondern vielmehr, wenn ich gestorben wäre. Der Hamburger Journalist Andreas Juntke hat zunächst für die Taz geschrieben, dann für das Magazin Tempo,
später für die Wochenzeitung Die Woche und für den Spiegel. Als er von dem Brandanschlag auf das Lübecker Flüchtlingsheim hörte, heftete sich der damals knapp 40-Jährige an die Fersen der Männer aus Grevesmühlen mit dem rechtsradikalen Hintergrund. Da sie sich zunächst gesprächsbereit gaben, konnte er sich bei mehreren Begegnungen ein Bild von ihrer sozialen Lage und ihren intellektuellen Fähigkeiten machen. Eher gescheiterte Existenzen, eher Probleme mit Alkohol, eher nicht die größten Lichter auf dem Kerzenständer und mehr oder weniger prekäre Verhältnisse, so hatte man den Eindruck damals. Es gibt eine Ebene der Tat, die man relativ problemlos auch mit minderer Intelligenz, glaube ich, bewerkstelligen kann. Das ist es, in ein Haus einzudringen und ein Feuer zu legen. Sie alle waren vorbestraft. Und der junge Mann mit dem Spitznamen Klein Adolf musste 1998 wegen Autodiebstahls und anderer Eigentumsdelikte erneut einfahren. In der Vollzugsanstalt Neustrelitz wandte er sich an einen leitenden Beamten und teilte ihm mit, er wolle ein Geständnis ablegen. Er sei bei dem Brandanschlag auf die Ausländer in Lübeck dabei gewesen und er wolle reinen Tisch machen. Er hat nämlich gesagt, wir haben im Vorbau das Feuer gemacht. Gerade da, wo es offensichtlich war, aufgrund der Durchbrennungen im Eingangsbereich, dass dort der Brand angefangen hat. Und man hat, weil seine von Täterwissen gespeiste Aussage nicht zur Theorie, nicht zur Fantasie der Staatsanwaltschaft gepasst hat, gesagt, es könne nicht sein, was er ausgesagt habe. Damit sei er nicht tatverdächtig. Ungeheuer, auch das nach meiner Überzeugung, aktive Strafvereitelung. Und mich interessierte einfach, warum hat er mal ein Geständnis abgelegt, warum hat das wieder zurückgenommen. Und deswegen hatte ich um einen Besuchstermin mit ihm gebeten und traf ihn dann im Raum in der Anstalt, wo man Besucher empfangen darf. Und wir plauderten ein bisschen. Ich fragte ihn, na und wart ihr das? Und er sagte, ja, wir waren das. Das hat mich damals etwas überrascht. Damit hatte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass er das so frank und frei sagt. Dann habe ich mir seine Version der Geschichte schildern lassen und habe ihn dann später nochmal mit einem Kollegen vom Spiegel aufgesucht. Da hat er das wiederholt. Der Spiegel, Juli 1998. Herr W., Sie haben Ende Februar gestanden, dass Sie und drei Freunde aus Grevesmühlen den Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in Lübeck verübt haben. Das Geständnis haben Sie drei Tage später widerrufen. Was stimmt denn nun? Ich habe gesagt, dass wir es waren. Als mir der Mann von der Kripo Lübeck nicht geglaubt hat, habe ich gesagt, dann soll er sich aussuchen, was wahr ist. Ich dachte, mein Geständnis interessiert ihn nicht. Waren die Kriminalbeamten von vornherein misstrauisch oder wurden sie es erst während des Verhörs? Ich hatte gleich das Gefühl, die wollten von all dem nichts wissen. Die Konsequenzen hatten wir auch besprochen. Also ich habe ihm auch gesagt, wenn du dich jetzt hier als Tatbeteiligter für einen 10-fachen Mord darstellst, dann kann das gravierende Folgen für dich haben. Das überblickte er sehr wohl. Er argumentierte bei mir nur damals so, dass er sagte, ich sag das lieber jetzt, lass mich lieber jetzt dafür verurteilen, als irgendwann mal, und das hängt immer über mir. Und er schien auch tatsächlich etwas verfolgt zu sein von dieser Tat und wollte das loswerden, wollte das von seinem Gewissen runterhaben. Auch dies zweite Geständnis widerrief Klein Adolf während eines Gesprächs mit Ermittlungsbeamten. Ein psychiatrisches Gutachten über die Glaubwürdigkeit des jungen Mannes wurde nie in Erwägung gezogen und bis heute nicht erstellt. Ich besuche Grevesmühlen, eine westmecklenburgische Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern, 35 Kilometer von Lübeck entfernt. Grevesmühlen war und ist ein Hotspot der Naziszene. Aus den Dörfern rund um den Ort stammen die vier Verdächtigten, denen nie der Prozess gemacht wurde. Im Gewerbegebiet der Kleinstadt befindet sich das sogenannte Tinghaus, eine martialisch anmutende Wehranlage mit hölzernen Wachttürmen. Das ganze Areal ist mit einem mannshohen Holzzaun gegen fremde Blicke oder Eindringlinge gesichert und erinnert an ein germanisches Wehrdorf. Hier feiern Nazis Feste, hier veranstalten sie Konzerte und geben Schulungen. Grillabende fanden auch statt, auf einem stählernen Holzkohlengrill, in dem die Worte Happy Holocaust eingeschanzt waren, landeten deutsche Würstchen. In diesem Tinkkomplex befindet sich auch ein NPD-Büro, die Redaktion einer extremistischen Internetzeitung
Und auch der Ring nationaler Frauen unterhält hier eine Dépendance. Glatzköpfe in den schwarzen T-Shirts der Freien Kameradschaft Wismar sorgen für Ordnung. In diesem Milieu mischt sich die kriminelle Szene der Region mit eher politisch ambitionierten Akteuren. Der Besitzer des Tinghauses etwa hat diverse Vorstrafen wegen Betrugs abgesessen, aber auch wegen des Besitzes von modernen Kriegswaffen. Und er war ein führender Kader der örtlichen NPD. In der Region gab es immer wieder Brandanschläge. So wurde etwa in der Zeit, als in Lübeck das Flüchtlingsheim brannte, in Grevesmühlen eine von Ausländern betriebene Pizzeria angezündet. Unter den Tätern ein junger Nazi, der gegen ein monatliches Salär von 700 Mark enge Kontakte zum Verfassungsschutz unterhielt. Er verteidigte sich vor Gericht mit dem Argument, als V-Mann hätte er mitzündeln müssen, sonst hätten seine rechten Kameraden Verdacht geschöpft. Die Region Grevesmühlen war und ist für den Geheimdienst sicherlich hochinteressant. Wie viele Informanten und V-Leute in den 1990er Jahren auf dessen Honorarliste standen, weiß, wenn überhaupt jemand, nur der Dienst selber. Wenn der Mecklenburger Geheimdienst ähnlich strukturiert war wie der in Thüringen oder Sachsen, dürfte die Liste der V-Leute und der gelegentlichen Zuträger in Grevesmühlen im zweistelligen Bereich liegen. Erst die Aufdeckung der skandalösen Vorgänge um die Nichtverfolgung der Zwickauer Zelle und die staatliche Finanzierung von Nazikadern haben die Öffentlichkeit für diese Allianzen sensibilisiert. Es war immer zu beobachten, alles, was möglich ist zu ihrer Entlastung und auch was unmöglich im Grunde war, wurde angeführt, um sie nicht vor Gericht zu stellen. Man muss sich vor allen Dingen eine Sache angucken, die neben den versenkten Haaren ganz wesentlich ist. Sie haben in ihren ersten Vernehmungen Dinge geschildert, die man nur im unmittelbaren Tatumfeld sehen konnte. Sie sprachen davon, dass sie einen brennenden Mann gesehen haben. Ein brennender Mann war nur innerhalb des Hauses zu sehen. Sie haben davon erzählt, wie eine Frau mit einem Kind aus dem Fenster gesprungen ist. Dieses Ereignis war im ganz, ganz frühen Moment des Tatgeschehens nur zu beobachten. Und das sind Dinge, die nie ins Kalkül gezogen wurden. Das war die klassische Entlarvung eines Täters, der behauptet, er sei viel später dort erst angekommen, habe nur weit außerhalb des Hauses gestanden. Das hätte bei jedem anderen dazu geführt, dass sie vor Gericht gestellt worden wären. Die Männer aus Grevesmühlen gelten zwar vielen Beobachtern als Tatverdächtige ersten Ranges, anderen gar als eindeutig überführt. Aber sie haben inzwischen auch gelernt, dass sie von ihrem Recht auf Schweigen Gebrauch machen dürfen. Dem mehrfach geständigen Klein Adolf, und das ist eine rechtsstaatliche Kuriosität, ist von einem Gericht bei Strafandrohung verboten worden, erneut Geständnisse abzulegen. Jedenfalls Geständnisse, in denen er seine vermeintlichen Mittäter belastet. Alleluja, na Alleluja, Alleluja, na Jesu. Wir gedenken heute Silvio Amusso, Rabia El Omari, Mayamba Bunga, Susanna Bunga, Françoise Makodila. Jedes Jahr am 18. Januar versammeln sich Überlebende des Flüchtlingsheims und Lübecker Bürger an dem Ort, an dem Brandstifter 7 Kinder und 3 Erwachsene umgebracht haben. Sie alle sind überzeugt, dass es sich um einen rassistischen Brandanschlag handelte.